Der Künstler Fritz König mit seiner Kugelkaryatide. Unter den Twin Towers des World Trade Centers wurde sie weltberühmt. Die große Kugelkaryatide ist von Landshut nach New York transportiert worden. Die hätte ich natürlich nicht so einfach schieben können. Die ist nämlich in 67 Einzelteile zerlegt worden und dann als erstes nach Bremen gebracht worden und von dort dann nach New York verschifft worden. Was für ein Aufwand für ein einziges Kunstwerk. In Niederbayern hergestellt und an prominenter Stelle in New York platziert. Als Brunnen. Es war eine Brunnenanlage, also die Kugel stand auf einem riesigen Brunnenteller, auf den auch Wasser gespritzt wurde. Also es ist nicht der typische Brunnen, wie wir ihn kennen, dass Wasser irgendwo runterläuft. Das Kunstwerk selber war da nicht so involviert. Es war wirklich nur der Brunnenteller, in dem dann das Wasser geflossen ist. Und die Skulptur stand mittig auf diesem Brunnenteller und hat sich einmal am Tag um die eigene Achse gedreht. Es ist ein Kunstwerk, das eben diesen Platz verschönern sollte. Fritz König hat gesagt, er möchte seinem Kunstwerk einen Helm aufsetzen, weil er sich von diesen Twin Towers irgendwie bedroht fühlt. Und ich finde, dass man das ganz gut rauslesen kann. Von einer Schutzmaske, von einem Astronauten, Besteck und das alles vielleicht drin, weiß nicht. Naja, wenn's der Künstler selbst nicht genau festgelegt hat, was sein Kunstwerk aussagen sollte. Ich denke, dass noch so die Anlehnung an eine Weltkugel ganz denkbar wäre. Eben, es heißt ja auch World Trade Center. Und die Kugelform erinnert natürlich, würde ich sagen, automatisch an eine Weltkugel. An einen Globus, der sich drehen lässt. Durch diese Bewegtheit hat es eben was Lebendiges und was, was Menschliches. Und es sind einfach diese Strukturen, die eben vielleicht auch an irgendwas Menschliches erinnern lassen dann. An einen Kopf mit Augen, Ohren? Ja, Fritz König hat sich viel mit dem Totenschädel befasst. Also er sagt selber auch, dass der Totenschädel immer irgendwie eine Rolle bei ihm spielt. Warum nicht auch bei der Kugelkaryatide? Der Tod hat die Kugel eingeholt. Beim Terroranschlag auf das World Trade Center vom 11. September 2001 kamen tausende Menschen ums Leben. Im Film von Percy Adlon schaute der Künstler Fritz König das erste Mal auf das zerstörte World Trade Center. Seine Kugelkaryatide hat überlebt. Ja, das ist eben das Trümmerfeld, wo die zwei Türme standen. Man sieht hier unten noch, einzelne Gebäudeteile stehen noch. Das ist jetzt ein Zustand, da ist das Gelände schon ziemlich weit geräumt worden. Also es war natürlich ein riesiger Aufwand, das ganze Gelände zu räumen. Man musste natürlich auch erstmal die ganzen Toten bergen. Und zum Schluss ist dann die Kugelkaryatide gekommen. Und da oben sieht man eben diese Beschädigung im Helm, den Fritz König ja der Kugel aufgesetzt hat. Aber man sieht auch, dass gewisse Teile eben völlig unbeschädigt sind, wie durch ein Wunder eigentlich. Sie wird sich nicht mehr drehen können. Also sie ist keine Skulptur mehr, sondern sie ist jetzt Mahnmal und steht eben dort fest an dem Ort, wo die Leute trauern können. Erst einmal musste sie aber aus dem Trümmerfeld wegtransportiert werden. Da sieht man eben jetzt, dass der Kopf, sage ich jetzt mal, der Skulptur und der Sockel einzeln transportiert wurden. Fritz König ist selbst vor Ort. Und das ist dann die Ankunft im Battery Park. Da wurde ein Sockel gebaut, ein Fuß gebaut für die Skulptur, weil die ja nicht mehr selber stehen konnte. Also die ganze Unterkonstruktion war ja kaputt. Deswegen hat man einen neuen Sockel gebaut und dort wurde sie dann aufgestellt. Da steht sie, die Karyatide. Eine Karyatide ist übrigens die Skulptur einer weiblichen Figur mit tragender Funktion. Als Gedenken an die Kugel haben wir eben dieses kleine Modell, sage ich jetzt mal, obwohl es eine Skulptur ist, die für sich alleine steht. Das sieht man auch am Titel, das ist die Kugelkaryatide 5. Haben wir eben hier exemplarisch dann stehen, um eben die Geschichte dann von der Kugelkaryatide aufzuzeigen, die ja sehr spannend ist. Sehr tragisch, aber sehr spannend. Wirklich unglaublich, was diese Kugel alles erlebt hat.